Ja, warum wir das eigentlich gemacht haben, wir haben einmal die Transparenz. Okay. Das ist quasi alles, was männlich ist. Wir haben ja hier die Spermie von Homer Simpson. Dann haben wir Superman. Dann haben wir hier ein paar Sportsymbole. Den Mann schlechthin, Jack Nicholson, als Karikatur gezeichnet. Und um nochmal die Männlichkeit auch zu demonstrieren, haben wir quasi den Katalog genäht. Und zwar, das hat auch ein Mann gemacht. Ich kann auch sagen, wer ich war selbst. Ich muss sagen, hat auch eine Menge Spaß gemacht. Der ist jetzt auch richtig perfekt geworden. Und damit wir das auch nochmal unterstreichen, diese Männlichkeit hängt quasi auch die Fäden. Also die Frau, die würde die Fäden quasi abschneiden. Die hätte auch gerade genäht. Die hätte auch wahrscheinlich 400 von den 500 Stück weggeschmissen, weil 400 nichts geworden sind. Ja, bei uns sind, ein Mann hat es genäht, es sind natürlich nur 5 Stück nichts geworden, aber die werden auch nicht weggeschmissen, weil die sollten eigentlich so sein, dass das nicht richtig genäht. Es sind natürlich Fehler, hat der Mann genäht, ja. Aber nicht, dass dann ein Anruf kommt, so auf der Art, Mensch, wir haben den jetzt bekommen oder wir haben den mitgenommen und die Fäden sind kaputt, wir möchten ein neues. Sie haben ein Unikat, weil wenige so verwüstet sind. Und das ist natürlich pure Absicht, weil das ein Mann gemacht hat. Eine Frau, die würde sowas nicht zeigen. Und warum? Und warum eigentlich ein Katalog? Ja, das kannst du am besten sagen. Soll ich das sagen? Ja, ja, super. Okay, komm, dann nimm du mal die Kamera. Ja, Moment, das wackelt jetzt wahrscheinlich. Ja, das macht doch nichts. Na, einen Katalog braucht man natürlich, weil man ja Inhalte transportieren will. Und man möchte natürlich auch seine Partner dran teilhaben lassen. Und für den 13. ist ja eine ganz tolle Premiere geplant auch. Und wir haben einige Überraschungen auch. Zum Beispiel? Ach, das werde ich natürlich nicht verraten. Aber es gibt ein paar ganz tolle Sachen. Und vor allen Dingen, es ist ja ein Abend der Erkenntnis, weil man wird etwas erfahren, was man so, glaube ich, in der Form in der Moderne noch nie gehört hat. Und das ist, glaube ich, das ganz Spannende. Und zur Vorbereitung stehen halt deswegen Texte dann da drin, die ein bisschen in dieselbe Richtung führen, aber die natürlich noch nicht das wiedergeben, was es dann tatsächlich an dem Abend zu hören und zu sehen gibt. Und ich freue mich schon sehr, bin mal sehr gespannt. Ja? Okay. Und welches Bild wird da jetzt eigentlich gezeigt? Das Bild heißt Feuerbach 2008. Und was hat es damit auf sich? Haha, das verrate ich noch nicht. Nix hat.